In diesem Video möchte ich zeigen, wie Sie jetzt den eigentlichen Fußboden Aufbau konstruieren können, sofern jetzt alle Vorbereitungen getätigt wurden. Wenn man sich jetzt mein Workflow an sich am mein Workflow orientiert, das heißt, ich habe hier zunächst die Schüttung aufgebracht und dann auf die Rohdecke, dann habe ich die Wände verputzt, sogar die Stütze hier verkleidet, in dem Fall mit Gipskarton und fange jetzt an, hier den Fußbodenaufbau einzubauen. Und dazu gehe ich jetzt folgendermaßen vor. Ich habe den Fußbodenaufbau schon mal definiert. Wir schauen da mal rein. Und das wiederholt sich ja immer, ob Sie jetzt eine Geschossdecke haben oder Wandaufbau. Ja, die verschiedenen Schichten ist ja im Prinzip immer wieder ähnlich. Also ich gehe zunächst hier auf Architektur, dann Geschossdecke, wähle nicht tragende Geschossdecke. Die trägt quasi nur sich selbst und dann die Verkehrslasten. Aber die leitet sich im Prinzip an die eigentliche tragende Geschossdecke weiter, deswegen nicht tragend. Dann habe ich hier einen Fußbodenaufbau schon mal angelegt. Der ist dieser hier, der stimmt dann aber nicht, muss ich noch ändern. Fußboden 10 ist es nicht. Und da haben wir nämlich schon mal reinschauen, hier einen Fußbodenaufbau von 12 cm. Wir haben hier quasi eine Wärmedämmung gehabt. Mit 3,5 cm, dann den Betonestrich. Aha, was hier noch fehlt, das können wir noch ergänzen. Und dann nochmal reinschauen. Das sehe ich jetzt gerade, ist hier noch die Abdichtung. Also bauen wir die noch ein. Da fügen wir noch eine Schicht ein. Die nehmen wir nach unten. Und das ist eine Sperrschicht. Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier auch sowas finde. Verschiedene Asphaltbitumen. Ich nehme eine Dammsperre als Vorlage. Schiebe die hier rein. Und tue sie umbenennen und nenne es einfach Abdichtung. Und ich weiß nicht genau, ob ich das machen muss, damit es wirklich zum Material wird. Wenn ich auf OK gehe, funktioniert es nie. Und wenn ich. Ich mache mal Doppelklick. Früher war es immer Doppelklick. Und hat das gemacht? Nee. Egal. Schreibe es einfach rein. Abdichtung. Die Abdichtung, wenn Sie hier Sperrschicht eingeben, die können Sie auf 0 setzen, weil die ist ja so dünn, da macht es keinen Sinn, da hier später hier sowas vorzusehen. Das muss man dann im Nachhinein noch ergänzen. Also hier habt dann Betonestrich und dann hier oben die Fliese mit 1,15 m, das ist quasi ein Dünnbettmittel, da ist schon inkludiert. So, dann haben wir insgesamt 12 cm, gehen wir auf OK. Und tue es noch umbenennen, damit das hier wieder stimmt, damit der Name konsistent zum Aufbau passt. Also hier 12 cm Fliesen und 25er Raster können wir es mal lassen. Jetzt gehe ich auf OK. Okay, das ist mein Fußbodenaufbau. Den könnte ich jetzt wieder hier mit dem Befehl oder mit dem Befehl, je nachdem, was Sie machen wollen, hier wieder manuell verlegen. Das würde ich jetzt wiederholen, wie wir das quasi auch schon vor meiner Schüttung gemacht haben. Deswegen breche ich jetzt. Erstmal auf. Ach so, ich muss damit das hier speichert, das ist ein bisschen nervig. Muss ich jetzt erstmal verlegen. Nur testweise. Das mache ich jetzt hier. So, gehe jetzt auf OK, schmeißen raus und lassen das mal drin. Jetzt ist er quasi angelegt. Ich möchte allerdings wieder den Weg gehen, den ich vorher schon gemacht habe, über die Räume, weil ich finde das praktisch, das so zu lösen. Markieren wir also hier alles. Halt. So, gehe dann wieder auf Filter. Sage nichts markieren, wähle nur die Räume aus. Jetzt habe ich hier meine Räume. Gehe dann wieder auf den Booster, M&M. Das war hier. Fußboden. Aufpassen, jetzt muss man überlegen, jetzt muss man quasi die Ebene ist die Rohdecke, da kommt er drauf. Der hat eine Höhe von 12. Und das andere war, glaube ich, 12,5. Also haben wir einen Gesamtversatz von 24,5. 0,245 wäre jetzt der Versatz. Hier sind nochmal die Räume, wo ich hinkomme. Ich mache erstmal alles Fliesen. Man kann dann immer noch den Fußbodenaufbau dann nochmal explizit anklicken und dann nochmal justieren. Das ist meinetwegen ein Parkett und so weiter. Das ist nicht wunderbar, dass man alles verfließt. Und gehe auf OK, das müsste genügen. Jetzt kommt ja die Geschichte mit den Wundervorgängen, befinden sich in einer Kreisreferenz. Ups. Was meint er jetzt damit? Das berühmte Vorführeffekt.
Seltsam. Ist da schon was drin diesbezüglich? Ah, hier ist der Raum. Habe ich irgendwas vergessen zu löschen? Schauen wir mal kurz in den Schnitt. Ah, hier. Ne, ist die Schüttung, das passt eigentlich. Im anderen Schnitt. Das passt eigentlich auch. Die Höhe war 12,5, das habe ich auch richtig. Oh, genau, ja. Müsste eigentlich funktionieren, das haben wir falsch gemacht. Versuchen wir es nochmal. Da wäre ein Raum hier zu viel. Also nochmal, Filter, keine Räume, zack. Wir gehen auf M&M, dann auf Fußbodenaufbau. Machen wir 0,245. Oberkante Rotdecke, das ist okay.
So, ja, müssen wir aufpassen jetzt, wenn wir hier den Fußboden verlegen. Muss ich gestehen, davor schon Tour schon mal ausprobiert und da gibt es hier bei dem Raum Probleme. Ich vermute mal, das liegt eventuell hier an der Insel. Könnte auch noch andere Gründe haben, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also diese Definition über die Räume funktioniert überall nur bis auf diesen Raum. Deswegen werde ich zunächst alle übrigen Räume mit dieser Methode machen. Und dann den Raum einfach manuell. Das hat den Vorteil, dann kann ich nochmal zeigen, wie es manuell geht, ohne jetzt dieses Tool von unserem Zusatzprogramm, diesen Booster. Ja, ich wähle also hier erstmal aus, hier zunächst die Räume, das durch Steuerungstaste gedrückt halten und nehme das noch mit dazu. Habe jetzt quasi hier alle Räume und natürlich noch viel mehr erwischt, bis auf diesen Raum. Gehe dann auf Filter, sage nichts markieren, hole mir jetzt nur die Räume. Jetzt habe ich hier diese Räume. Gehe dann auf den M&M, dann habe ich hier über die Räume definiert, das ist immer schön. Hier ist nochmal die Vorschau. Ich nehme jetzt hier meinen Fußbodenaufbau, den ich hier definiert habe. Dann das, dann muss ich den Versatz noch einstellen, 0,245 wäre das jetzt. Ja, ich habe quasi jetzt die Schüttung noch mit drin, die muss ich auch. Ich gehe ja von der Basisebene aus, also Oberkante Rohdecke, das ist quasi, davon gehe ich jetzt aus. Und bis zur Oberkante Fußboden, und das sind im Prinzip 24,5 Zentimeter. Also Schüttung plus Fußbodenaufbau, und der ist 12, und die Schüttung war 12,5. Ja, gehört zum Raum. Okay, geht es ja auch. Okay. Und habe jetzt hier meine Fußböden verlegt. Jetzt mache ich noch diesen Raum. Den muss ich jetzt manuell machen. Der geht mit dieser Methode leider nicht. Dazu gehe ich jetzt auf Architektur. Wähle aus Geschossdecke nicht tragend und bin jetzt hier in diesem Menü drin und gesagt, okay, ich gehe jetzt hier auf die Wand. Versatz möchte ich nicht, die Wand erweitern will ich auch nicht. Das ist der richtige Fußbodenaufbau. Der Höhenversatz war 24,5. Das gebe ich hier ein. Raumbegrenzung passt. Tragwerk ist es nicht. Das können wir eigentlich so machen. Jetzt klicke ich mir hier einfach die Linien an. Muss aufpassen, dass ich die sauber. Die richtige Linie treffe, also hier die Innenputzkante. So. Halt, das war jetzt zu weit. Das muss ich noch wegschneiden. Aber das können wir noch schnell machen. Jetzt gehe ich hier auf meinen Dehnen und Stützen. Nein, die möchte ich behalten und die, jetzt fliegt das ja schon mal raus, das muss ich noch manuell löschen, hier diese Linie. Das, also geht jetzt hier auf Abbrechen, wähle die aus, lösche die, werde jetzt hier noch eine Insel reinbauen, gehe also hier auf Rechteck und hagel das hier überall an. Das heißt, das wächst dann mit. Und das sollte jetzt das gewesen sein. Gehe auf OK und habe jetzt hier mein Fußbodenaufbau. Interessant wäre es nochmal, das also im Schnitt anzuschauen. Hier wäre jetzt das hier im Schnitt. Also man sieht hier schön, dass ich jetzt hier den führe ich quasi bis zur Putzkante ran. Das kann ich hier noch bereinigen. So, hier habe ich meine Schüttung, die geht bis zur Rohwand. Das geht so. Und die restlichen Geschichten. Die jetzt hier noch fehlen. Ich sehe gerade, hier fehlt noch die Schraffur für die Dämmung. Also doch, die ist schon da, nur ist halt der stimmt der Maßstab nicht. Nee, gut, das werde ich später noch korrigieren. Aber die rechtlichen Geschichten, die mache ich dann. Ich gehe mal hier auf eine andere Darstellung, hier auf verdeckte Linie. Ist ein bisschen besser. Die hier noch fehlen. Ich blende das mal ein. Wo haben wir es hier? Das mache ich dann im Detail. Also das kommt dann später im Detail. Das werde ich dann mit 2D-Werkzeugen ergänzen. Man könnte das natürlich auch mit 3D machen. Ich könnte mir jetzt hier noch ein Bauteil entlang ziehen. Ja, ich hätte hier noch einen Versatz machen können, damit ich hier noch diese Randkante mit einbaue. Aber das sind alles so Dinge, wo ich sage, das führt dann aus meiner Sicht ein bisschen zu weit. Kann man machen, wenn man will. Das wirklich alles auch in 3D modelliert. Ich werde dann noch ein anderes Tutorial zeigen, wie man das Ganze hier noch ein bisschen bereinigt und dann mit 2D-Werkzeugen ergänzt, damit das auch im Schnitt vernünftig aussieht. Also, solche Kleinigkeiten wie hier diese Randleiste, ich zeige es nochmal, wo sie hier, ja, also das würde ich
quasi nicht in 3D modellieren, obwohl man es könnte. Genauso die Sockelleiste würde ich auch nur erstmal ausdrucken. Wobei die Sockelleiste macht eventuell noch Sinn, da könnte man drüber streiten, weil wenn ich das Ganze rendern will, visualisieren will, dann will ich vielleicht die Sockelleiste mit dabei haben. Das sieht man normalerweise nur im Schnitt. Ja, also das hier zu motivieren, ja, würde vielleicht, einzig was dafür spricht, aus meiner Sicht wäre jetzt für die Massenermittlung, könnte man das Bauteil noch extra mit aufführen. Aber ich werde das nicht so machen, ich werde das dann im Prinzip 2D machen. Ja, so viel dazu zu dem Fußbodenaufbau, dem eigentlichen, ja, wo dann die Fußbodenheizung reinkommt.